Wir treten in die Tagesordnung ein. Das ist die Fragestunde. Top. Zwei. Wir beginnen mit Top 1, logischerweise. Wir beginnen mit der Frage 580. Herr Kollege Frankenberger, Sie fangen an. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung. Hat die Landesregierung beim Bund eine Stellungnahme zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 abgegeben? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Frankenberger, im Rahmen der strategischen Umweltprüfung für den Bundesverkehrswegeplan 2030 hat der Bund den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, eine Stellungnahme zu dem vorgelegten Entwurf abzugeben. Das für diesen Bereich federführende Hessische Umweltministerium hat mit Datum 2.5.2016 eine mit meinem Haus abgestimmte entsprechende Stellungnahme an das Bundesverkehrsministerium übersandt. Darüber hinaus habe ich mich zum Thema Schiene in einem Schreiben an den Bundesverkehrsminister gewandt. Zudem hat am 22.04.2016 ein Gespräch auf Fachebene zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und meines Hauses zur Thematik Bundesverkehrswegeplan stattgefunden. Am 14.07. war Staatssekretär Samson zu einem weiteren Gespräch im Bundesverkehrsministerium. Das betrifft jetzt den Bereich Straße. Zum Bereich Wasserstraße haben wir uns nicht geäußert. Zusatzfrage, Herr Kollege Frankenberger. Herr Staatsminister, warum haben Sie nicht das Verfahren gewählt, wie es Ihre Kollegen in Bayern und Baden-Württemberg gemacht haben, wo Sie detailliert eine Stellungnahme abgegeben zu den Einzelprojekten mit dem Ziel der Heraufstufung von einigen Projekten und dies dann anschließend im Internet veröffentlicht, damit die interessierten Bürgerinnen und Bürger das auch nachvollziehen konnten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir haben durchaus auf die Höherstufung von einigen Projekten gedrungen, übrigens auch mit Erfolg. Ich darf mal daran erinnern, dass die Ortsumgehung nach meiner Erinnerung Groß-Gerau-Dornheim, übrigens auch unter Vermittlung des Kollegen Kummer, hat es ja ein Gespräch gegeben, in den vordringlichen Bedarf aufgestuft wurde. Schlangenbad Wambach, auch ein Wunsch vor Ort, ist aufgestuft worden. Die Ortsumgehung Usingen ist aufgestuft worden. Dann gab es ein Sonderproblem Ernsthausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist aufgestuft worden. Und die beiden Autobahnkreuze, beispielsweise Wiesbadener Kreuz und Westkreuz Frankfurt, ist ebenfalls in den vordringlichen Bedarf Engpassbeseitigung aufgestuft worden. Das heißt, wir waren durchaus aktiv und haben auch mit denen vor Ort, die gewünscht haben, teilweise habe ich mich persönlich auch getroffen, wenn ich mich an die Ortsumgehung Groß-Gerau-Dornheim erinnere, mit Bürgermeistern und sonstigen Aktiven vor Ort. Also insofern kann man mir da, glaube ich, mangelnde Transparenz nicht vorwerfen. Zusatzfrage, Herr Kollege Frankenberger. Das ist sensationell. Herr Minister, würden Sie mir in der Einschätzung recht geben, dass Ihre Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg ein wesentlich transparenteres Verfahren gewählt haben, indem Sie den ganzen Schriftverkehr mit dem Bundesverkehrsministerium im Internet eingestellt haben? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Frankenberger, es tut mir leid, ich habe mich mit dem Vorgehen der Kollegen in anderen Bundesländern nicht beschäftigt, sondern mir war wichtig, dass aus hessischer Sicht die wichtigen Projekte so verändert werden, wie das in der Sache geboten ist. Und ich finde, wir sind unterm Strich da gar nicht so schlecht weggekommen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Weiß. Herr Minister, Sie haben eben die Umgehung Schlangenbad Wambach angesprochen, die Sie quasi als dessen Heraufstufung im Gegensatz zum ursprünglichen Bundesverkehrswegeplan Sie als Erfolg hier gerade proklamiert haben. In welcher der zahlreichen Stellungnahmen, die Sie am Anfang erwähnt haben, zum Beispiel der Umweltministerin, ist denn darauf hingedrungen worden, diese Umgehung Schlangenbad hochzustufen? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Zum Beispiel in dem Gespräch auf Fachebene am 22.04. Ja, ich kann an dieser Stelle schlicht feststellen, vielleicht muss man das einmal erklären,
Wir haben im Bereich Schiene insgesamt 5 Projekte in Hessen. Wir hatten im Bereich Straße von der Vorgängerregierung angemeldet, nach meiner Erinnerung 140 Projekte. Da macht es Sinn, das finde ich jetzt nicht so lustig, liebe erste Reihe der SPD, da macht es aus meiner Sicht Sinn, dass man eher auf Fachebene über die Frage diskutiert, was aus Sicht des Landes geht und was nicht geht und an was für Veränderungen man dann auch arbeitet. Und genauso haben wir das gemacht. Und ich halte es an dieser Stelle mit Helmut Kohl. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Und Zusatzfrage, Herr Kollege Schmidt. Herr Minister, haben Sie sich denn eigentlich auch für die Höherstufung des Ausbaus der A3, Stichwort dreistreifiger Ausbau von der Landesgrenze bis zum Darmstädter Kreuz, eingesetzt? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Bei der A3 haben wir uns, wenn ich mich richtig erinnere, dafür eingesetzt, dass zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurter Kreuz und zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz eine Höherstufung erfolgt. Die Frage war nach der A5. Ach so, aber er hat A3 gesagt. Gut. Okay, also gut. Bei der A5 haben wir ja 2 Bereiche, Stichwort Landesgrenze Baden-Württemberg, nämlich die A67 und die A5. Wir haben auf Fachebene über die Frage diskutiert, ob wir welcher dieser Straßen wir Priorität geben, weil ja auch gleichzeitig wir über die Frage der ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim nachdenken. Sie wissen, dass das diskutiert wird, dass das entlang der A67 führen soll. Deswegen hat das aus unserer Sicht Priorität. Wir sind noch nicht so weit, das muss man ja auch dazu sagen. Der Bundestag hat die Ausbaugesetze noch nicht beschlossen. Deswegen müssen wir am Ende abwarten, was Bestandteil der Ausbaugesetze wird. Und dann werden wir natürlich auch die interne Priorisierung vorlegen über die Frage, wann wir was umsetzen wollen. Vielen Dank. Ich muss eine Zwischenbemerkung machen, weil ich gratulieren möchte. Ich habe es eben erst erfahren, Frau Dr. Sommer, Sie sind Bronzemedaillengewinnerin bei der Weltmeisterschaft in Savate geworden, eine französische Kickboxart. Glückwunsch dafür und Vorsicht, meine Damen und Herren. Das haben wir noch nie gehabt im Landtag. Also, Warnung ist ausgesprochen. Ja, sehr gut, richtig. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Frage 581, Herr Abgeordneter Bauer. Wo ist er dann? Alexander Bauer. Ich frage die Landesregierung, wie stellen sich die Jubiläumszuwendung des Landes für seine Beamtinnen und Beamten im Vergleich zu den anderen Bundesländern und dem Bund dar? Ja. Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, so wie Ihr Kollege Merz das gerade gesagt hat, könnte man es zusammenfassen. Viel besser. Die Jubiläumszuwendungen des Landes Hessen nehmen der Höhe nach für jedes der gewährten Dienstjubiläen, das sind für 25 Jahre, 40 Jahre und 50 Jahre im Vergleich zum Bund und den anderen Ländern jeweils die Spitzenstellung ein. Für das 25-jährige Dienstjubiläum liegen die gewährten Jubiläumszuwendungen zwischen 300 Euro bzw. 307 bis hin zu 350 Euro. Neben Hessen gewähren diesen Höchstbetrag auch der Bund und die Länder Berlin und Sachsen sowie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Für das 40-jährige Dienstjubiläum betragen die Jubiläumszuwendungen zwischen 400 und bzw. 410 oder 450 bis hin zu 500 Euro. Neben Hessen gewähren diesen Höchstbetrag auch der Bund und die Länder Sachsen sowie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die deutlichsten Unterschiede bestehen bei der Jubiläumszuwendung für das 50-jährige Dienstjubiläum. Hier liegen die Beträge zwischen 500 Euro bis hin zu über 600 bis 550 und 600 Euro bis hin zu 750 Euro. Hier ist Hessen alleiniger Spitzenreiter. Die Länder Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gewähren keine Jubiläumszuwendungen.
das Land Schleswig-Holstein nur für das 40-jährige und das 50-jährige Dienstjubiläum sowie Niedersachsen nur für die Besoldungsgruppen A1 bis A11. Hessen nimmt, wie dargestellt, eine Spitzenstellung in diesem Vergleich ein. Die aktuellen Beträge wurden mit dem ersten Dienstrechtsänderungsgesetz vom 25.11.2010 eingeführt und dabei deutlich erhöht. Damit wird nach der Gesetzesbegründung ausdrücklich anerkannt, dass mit dem Heraufsetzen des Ruhestandseintrittsalters auf das 67. Lebensjahr sich die Lebensarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten entsprechend verlängert hat. Zudem gewährt Hessen noch gesonderte Jubiläumszuwendungen für Ehrenbeamtenverhältnisse. Die Jubiläumsregelungen des Bundes und der Länder zählen, wenn überhaupt, diese Dienstzeit zum Teil mit der hauptberuflichen Dienstzeit zu einer einheitlich zu betrachtenden Jubiläumsdienstzeit zusammen. In Hessen wird das Ehrenbeamtenverhältnis neben der hauptberuflichen Dienstzeit betrachtet und für sich honoriert, da Hessen ehrenamtliche Tätigkeit in besonderem Maße fördert. Hier gewährt Hessen Jubiläumszuwendungen von 310 € für 25 Jahre, 410 € für 40 Jahre, 510 € für 50 Jahre und sogar 610 € für 60 Jahre in einem Ehrenbeamtenverhältnis. Hessen ist demnach im Bereich der Jubiläumszuwendung, wie Herr Kollege Merz schon festgestellt hat, bestens aufgestellt. So genau wollte ich es aber gar nicht wissen. Zusatzfrage, Herr Kollege Kummer. Herr Innenminister, gilt das eben Gesagte bezüglich der Spitzenposition auch für die Besoldungserhöhung der Jahre 2015 und 2016? Herr Innenminister Beuth. Herr Kollege Kummer, es ist so, dass die Besoldung in Hessen sich im Vergleich zu den anderen Bundesländern durchaus sozusagen, was die Höhe angeht, sehen lassen kann. Und insofern haben wir dort nichts Besonderes zu besorgen. Vielen Dank. Frage 584, Herr Abgeordneter Rentsch, übernimmt von Herrn Rock. Ich frage die Landesregierung, warum wird bei der geplanten Ausweisung von Windvorranggebieten im Regierungsbezirk Kassel keine dritte Offenlegung des Teilregionalplans Energie veranlasst, obwohl mehr als 32.000 Einwendungen gegen den zweiten Entwurf des Teilregionalplans eingebracht wurden und aufgrund schwerer Abwägungsmängel der oberen Naturschutzbehörde 4.000 Hektar geplante Vorrangfläche intern offenbar nicht als genehmigungsfähig eingestuft werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock in Vertretung des Abgeordneten Rentsch, vom RP Kassel wurde geprüft, ob eine erneute Offenlage des Teilregionalplans Windenergie Nordhessen gemäß den rechtlichen Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes und des Hessischen Landesplanungsgesetzes erforderlich ist. Als Ergebnis der zweiten Anhörung und Offenlegung, aber auch aus den Ergebnissen zwischenzeitlich angelaufener oder abgeschlossener Genehmigungsverfahren ergab sich innerhalb der bisher ausgewiesenen Vorranggebietskulisse lediglich ein Korrektur- und redaktioneller Anpassungsbedarf. Per Saldo ergibt sich nach gegenwärtigem Stand und vorbehaltlich der abschließenden Beschlussfassung der Regionalversammlung Nordhessen ein Flächenverlust von rund 1.600 Hektar und damit von 8,6% der Vorranggebietsfläche der zweiten Offenlegung. Die Modifikationen beruhen neben Erkenntnissen aus der Auswertung der Stellungnahmen zu einem Großteil auf Prüfvorbehalten aufgrund von Konfliktsituationen, die schon zum Zeitpunkt der zweiten Offenlage bekannt waren. Hierbei handelt es sich um wasserhaushaltsrechtliche Belange, Belange der FFH-Verträglichkeit und des Artenschutzes. Hinzu kommen redaktionelle und kartografische Anpassungen. Eine Veränderung oder gar Verschärfung bzw. Ausweitung des Kriterienrahmens wird jedoch auch in diesen Fällen ausdrücklich nicht vorgenommen. Auch das der Vorranggebietsausweisung zugrunde liegende Avifauna-Konzept, also das Konzept zum Schutz der vorkommenden Vogelarten, bleibt in seinen Grundzügen und der Methodik unverändert. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Regierungspräsidiums Kassel die Durchführung einer erneuten Offenlage nicht erforderlich. Entsprechend war die Beschlussvorlage der Geschäftsstelle der Regionalversammlung Nordhessen beim RP Kassel zur Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses am 29.08.2016 formuliert. Und ich darf hinzufügen, dass der Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung Nordhessen am 29.08. die vorgestellte Flächenkulisse sowie die Themenpapiere einstimmig angenommen und der Regionalversammlung zur Annahme vorgeschlagen hat. Vielen Dank. Frage 585, Herr Abgeordneter Tibi.
Knöpfchen. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Kenntnisse hat sie über die Anwerbeversuche von Frauen durch Salafisten? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Tippi, den hessischen Sicherheitsbehörden liegen derzeit keine Hinweise über gezielte, direkte Anwerbeversuche von Frauen durch Salafisten vor. Gleichwohl ist für Hessen wie auch für das Bundesgebiet festzustellen, dass etwa ein Fünftel der Personen, die in Richtung Syrien, Irak gereist sind, um dort auf der Seite des Islamischen Staates und anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese in sonstiger Weise unterstützen, weiblich ist. Diese Frauen können grundsätzlich eine passive Rolle als Unterstützerin des Ehemannes oder eine aktive Rolle durch die Beteiligung an Kampfhandlungen bzw. Selbstmordattentaten übernehmen. Zu bei Kampfhandlungen getöteten Frauen in Syrien, Irak liegen den hessischen Sicherheitsbehörden aber keine Erkenntnisse vor. Frage 585 wurde zurückgezogen. Herr Abgeordneter Merz, bitte. Ich frage die Landesregierung, wie ist der Sachstand bei der Einrichtung einer Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche bzw. einer sogenannten Anlaufstelle für Kinder- und Jugendrechte? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, wir sind in der Prüfung und diese ist noch nicht abgeschlossen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, wann wird sie denn abgeschlossen sein? Weil das haben Sie mir letztes vor ziemlich genau einem Jahr auch schon gesagt. Herr Staatsminister Grüttner. Sie sehen, dass die Landesregierung gründlich prüft und gründliche Prüfungen brauchen Zeit. Deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle auch kein Datum sagen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, würden Sie sich in der Lage sehen, uns ein paar Hinweise darauf zu geben, was genauso kompliziert ist? Ist es beispielsweise die Trägerfrage oder die Frage, ist denn wenigstens die Aufgabenstellung mittlerweile geklärt? Könnten Sie da vielleicht etwas mehr Erläuterung inhaltlicher Natur geben? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, alle diese Aspekte sind Bestandteil dieser Prüfung. Und die Landesregierung wird Ergebnisse, aber nicht Zwischenstände mitteilen. Frage 588, okay, Frau Kollegin Hartmann, SPD-Fraktion, wo ist sie? Oh, Entschuldigung. Ich frage die Landesregierung, war die Initiative von Dr. B. gemeinsam mit einer Gruppe türkischer Investoren, das Luisenkrankenhaus Lindenfels zu übernehmen und als interkulturelles Krankenhaus auf rund 110 Betten aufzustocken, mit dem hessischen Sozialministerium oder mit anderen Mitgliedern dieser Landesregierung abgestimmt? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Fachabteilung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration hat an einem Informationsgespräch zwischen einer Gruppe türkischer Investoren und Vertretern der Trägergesellschaft des Luisenkrankenhauses Lindenfels teilgenommen. In den Entscheidungsprozess, ob eine Übernahme des Luisenkrankenhauses Lindenfels und die Fortführung als interkulturelles Krankenhaus letztendlich in Betracht kommen, waren weder das Hessische Ministerium für Soziales und Integration noch andere Mitglieder der hessischen Landesregierung eingebunden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Können Sie sich dann erklären, weshalb Dr. B. dann vor Ort behauptete, falls er zum Zuge käme, würde er auf kurzem Dienstweg mit dem Minister am nächsten Tag die im Raum stehenden Probleme ausräumen? Herr Staatsminister Grüttner. Über persönliche Einschätzungen von einzelnen Mitbürgerinnen und Mitbürgern kann ich mir kein Urteil erlauben. Nur meine Verfahrenswagen sind an dieser Stelle ausdrücklich und klar. Und es gab kein Gespräch mit mir und auch keinen anberaumten Termin. Frage 589, Herr Abgeordneter Caspar. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie das Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt am Main? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, das Agaplesion-Markus-Krankenhaus ist eine Betriebsstätte des Krankenhauses Agaplesium Frankfurter Diakoniekliniken in Frankfurt am Main. Maßnahmen der Einzelförderung nach § 25 des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 wurden an die Betriebsstätte Agaplesius Markus Krankenhaus im letzten Jahr Einzelinvestitionsförderungen in einer Größenordnung von rund 33 Millionen Euro geleistet.
Frage 590, Herr Abg. Caspar. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie das Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main? Herr Sozialminister. Abgeordneter, das Krankenhaus Nordwest in Frankfurt hat in den letzten 10 Jahren rund 15 Millionen Euro für Maßnahmen im Rahmen der Einzelförderung sowie rund 17 Millionen Euro als Pauschalförderung nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erhalten. Frage 591, Herr Abgeordneter Lenders. Ich frage die Landesregierung, welche Folgen könnte nach Ihrer Auffassung die Entscheidung haben, das von der EU verbotene Kaliumphosphonat im Alleingang zur Anwendung im wissenschaftlichen Großversuch für die Ökowinzer zu erlauben? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Lenders, wir hatten, wie sich viele vielleicht gerade noch erinnern können, nachdem es die letzten Wochen so schön heiß ist, von Mitte Mai bis Mitte Juni andauernd eine nasse und warme Wetterlage. Dadurch ist es in den deutschen und hessischen Weinbaugebieten zu einem sehr hohen Infektionsdruck von falschem Mehltau gekommen, was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten für die Winzer führen wird. Das betrifft viele Winzer. Die Ökowinzer sind aber besonders betroffen, denn ihnen sind die im konventionellen Weinbau angewendeten Pilzbekämpfungsmittel nicht erlaubt. In dieser Situation wurde von Vertretern der ökologischen Anbauverbände und Biowinzern der Einsatz von Kaliumphosphonat gefordert. Dieses Mittel war bis 2013 als Pflanzenstärkungsmittel im Ökoweinbau zulässig, wurde aber dann von der EU-Kommission als Pflanzenschutzmittel eingestuft und ist dadurch im Ökoweinbau nicht mehr zugelassen. Allerdings wäre für die hessischen Winzer die Verwendung des Mittels im Rahmen der Teilnahme an einem Großversuch mit Kaliumphosphonat am Staatsweingut Bad Kreuznach im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz möglich gewesen. Dort hat die Landesregierung einen solchen Großversuch gestattet. Von dieser Möglichkeit haben die in Hessen ansässigen 34 nach ökologischen Regeln arbeitenden Winzerbetrieben keinen Gebrauch gemacht. Das ist sicherlich auch eine gute Entscheidung gewesen, denn die Anwendung eines nicht zulässigen Pflanzenschutzmittels würde normalerweise zum Verlust des Ökozertifikates der Betriebe für 3 Jahre führen. Aus meinen Ausführungen dürfen Sie schließen, weder hat das Land Hessen hier einen Alleingang versucht, wie Sie in Ihrer Frage formulieren, noch ist es für die Neuzulassung eines Pflanzenschutzmittels zuständig. Ein Großversuch, wie in Ihrer Frage beschrieben, findet außerhalb Hessens statt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Lenders. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Aber gerade das Problem, wenn mehrere Großversuche stattfinden, muss man das doch wohl auch aus Ihrer Sicht eher als einen Etikettenschwindel bezeichnen, der in diesem Jahr den Ökolandwirten gestatten soll, ein Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Glauben Sie denn nicht, dass damit den Ökowinzern ein Bärendienst erwiesen wird? Denn wenn das der Verbraucher ja so mitbekommt, dass das Produkt des Ökoweins dann auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Lenders, wie ich eben erklärt habe, findet in Hessen kein Versuch statt. Auch kein hessischer Ökowinzer beteiligt sich an dem Versuch, der in Rheinland-Pfalz stattfindet, den der Minister Wissing dort gestattet hat, ein Kollege, der Ihrer Partei angehört. Wir sind einen anderen Weg gegangen. Wir haben mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einen Antrag eingebracht bei der Agrarministerkonferenz, damit die Bundesregierung sich wieder einsetzt, dass Kaliumphosphonat als Pflanzenstärkungsmittel wieder möglich wird für die Ökowinzer im Gebrauch. Das wird schwierig bei der EU durchzusetzen, ist aber aus meiner Sicht der Weg, der gegangen werden muss, damit die Ökowinzer ihr Ökolabel nicht verlieren und damit die Verbraucherinnen und Verbraucher sich auch dann auf dieses Label weiter verlassen können. Frage 594, Herr Abgeordneter Di Benedetto. Wo ist er da?
Ich frage die Landesregierung, wann wird die mittlerweile wieder vakante Stelle der Leitung der Antidiskriminierungsstelle neu besetzt? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, sobald das Bewerbungsverfahren, das aus Ausschreibung, Setzung einer Bewerbungsfrist, Sichtung der eingegangenen Unterlagen, Auswahl derjenigen, die für die Stelle in Frage kommen, erfolgt und die mündliche Bewerbung abgeschlossen ist und eine Entscheidung gefallen ist, wird diese Stelle besetzt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Di Benedetto. Können wir davon ausgehen, dass dieses Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen ist? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, mein Ziel ist es sehr schnell. Wir haben die letzte Stufe des eben genannten Verfahrens bereits erreicht und sind jetzt in der internen Auswertung. Wir müssen natürlich auch mit berücksichtigen, dass zum Teil Bewerbungen stattfinden von Personen, die noch in einem aktiven Arbeitsverhältnis stehen. Da müssen wir auch auf Kündigungszeiten Rücksicht nehmen, aber das wird in diesem Jahr noch geschehen. Frage 595, Herr Abgeordneter Lenders. Ich frage die Landesregierung, in welchen naturschutzrechtlichen relevanten Bereichen wurde in den letzten 3 Jahren durch Vorgaben und Empfehlungen der Landesregierung im Zusammenhang mit der Genehmigung von Windkraftanlagen die einzuhaltenden Abstandsgrenzen reduziert bzw. Abweichungen im Einzelfall zugelassen? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Lenders, in keinem Fall wurden in den letzten 3 Jahren durch Vorgaben und Empfehlungen der Landesregierung im Zusammenhang mit der Genehmigung von Windkraftanlagen die rechtlich einzuhaltenden Abstandsgrenzen reduziert bzw. Abweichungen im Einzelfall zugelassen. Frage 597, Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, warum erkennt das Regierungspräsidium Darmstadt in der Physiotherapieausbildung Praxisanteile in ambulanten Praxen nicht an, obwohl ca. 80% der Ausgebildeten anschließend dort tätig sind? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, Sie wissen, dass ich Fragen in der Regel knapp und präzise beantworte. Dieses Mal muss ich sie etwas ausführlicher beantworten. Bei der Physiotherapieausbildung handelt es sich um eine bundesrechtlich geregelte Ausbildung, die im Masseur- und Physiotherapeutengesetz und in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten geregelt ist. Die Ausführung dieser bundesrechtlichen Regelungen obliegt den Ländern in Hessen, hier dem Regierungspräsidium in Darmstadt. Im Physiotherapeutengesetz ist festgelegt, dass die praktische Ausbildung in einem Krankenhaus oder einer anderen geeigneten medizinischen Einrichtung stattfinden soll. Und über die Geeignetheit einer Einrichtung entscheidet die zuständige Behörde. Die Geeignetheit selbst wiederum bemisst sich danach, ob die Ableistung der in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung geforderten Stundenzahl von insgesamt 1.600 Stunden in den medizinischen Fachgebieten Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Neurologie, Pädiatrie, Psychiatrie und Gynäkologie möglich ist. Dies ist in der Regel in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen in der Regel möglich. Von der zuständigen Behörde wird die Geeignetheit einer Therapiepraxis gesehen, wenn die Praxis, ähnlich wie die physiotherapeutische Abteilung in einem Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung, Patienten in einer stationären Einrichtung versorgt oder wenn die Praxis sich vergleichbar mit einer Rehabilitationsklinik an der ambulanten Rehabilitation vergleichbar mit einer stationären Einrichtung beteiligt. Darüber hinaus kann auch bei der Spezialisierung einer Praxis auf die Gebiete Neurologie, Pädiatrie, Psychiatrie und Gynäkologie eine Geeignetheit in Frage kommen. Hierzu sind jedoch gesonderte Nachweise, insbesondere über entsprechende Patientenzahlen und Erkrankungsbilder erforderlich, welche durch die Behörde im Rahmen einer Einzelfallentscheidung geprüft werden. Die Entscheidung über die Geeignetheit wird der Schule in einem Bescheid mitgeteilt.
Insoweit prüft das Regierungspräsidium Darmstadt in jedem Einzelfall, ob eine Physiotherapiepraxis zur Durchführung der praktischen Ausbildung geeignet ist, indem sie die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften erfüllt und nicht nach dem Grund, ob später jemand ausgebildet in einer solchen Praxis tätig ist. Frau Dr. Sommer, Zusatzfrage, bitte schön. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wollen Sie sich denn dafür einsetzen, dass die Ausbildungsordnung, die seit 1994 besteht, eventuell praktikabler wird, sodass tatsächlich diejenigen, die diese Ausbildung beginnen, die Möglichkeit haben, in solchen ambulanten Strukturen auch ihre Praxisanteile absolvieren zu können? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, Sie haben an dieser Stelle vollkommen recht. Die ganzen Ausbildungsordnungen in diesem Bereich sind total veraltet und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deswegen bin ich auch als einer derjenigen, der im Bund-Länder-Bereich immer wieder im Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium ist, im Gespräch, dass es eine grundlegende Reform aller dieser Berufe gibt, weil die Ausbildungsordnungen nicht mehr zeitgemäß sind und den Erfordernissen der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen. Wir wirken darauf hin, dass auf Bundesebene Änderungen stattfinden, aber sie müssen auf Bundesebene stattfinden. Frage 598, Frau Abgeordnete Gnadl. Ich frage die Landesregierung, mit welcher Zielsetzung und Programmatik findet unter welcher Beteiligung das Dialogforum Prävention statt? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, am 1. April 2016, also ist kein Datum, das jetzt zu Spekulationen Anlass gibt, sondern es war der 1. April, habe ich mit den übrigen im Präventionsgesetz benannten Partnern die Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung des Präventionsgesetzes in Hessen unterzeichnet. Das Land Hessen war im Übrigen das erste Land in der Bundesrepublik Deutschland, das eine entsprechende Landesrahmenvereinbarung auf den Weg gebracht hat. Und eine wesentliche Vorgabe der Landesrahmenvereinbarung ist die Gründung eines Dialogforums Prävention als permanente und auch gemeinsame Plattform zur Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung gemäß § 3 Absatz 2, kennen sicherlich die Vereinbarung. Aus den in der Landesrahmenvereinbarung bestimmten Aufgaben für das Dialogforum Prävention lässt sich die Zielsetzung ableiten, dass man Handlungsbedarfe in der Prävention identifiziert und Handlungsempfehlungen hierzu an die Beteiligten gibt, dass über die Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekte und deren Ergebnisse zu berichten ist, die Zielerreichung ist zu evaluieren und Ziele sowie Handlungsfelder Weiterentwicklung, Impulse zu aktuellen und grundsätzlichen Entwicklungen in der Gesundheitsförderung sind ebenfalls zu diskutieren und zu geben. Und aus den genannten zu entwickelnden Handlungsempfehlungen wird dann das gemeinsame Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramm für Hessen erarbeitet werden. Dabei ist zu beachten, dass für Hessen, dass erst im Rahmen der ersten Sitzung des Nationalen Präventionsforums, das heute in Berlin stattfindet, also heute am 13. September, unter Federführung der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung inhaltliche Rahmenempfehlungen für die drei Lebensphasen gesund aufwachsen, gesund bleiben und gesund älter werden erarbeitet werden. Der Vorsitz und die Geschäftsführung des Dialogforums liegt bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, die den Verband der Ersatzkrankenkassen Hessen hierzu beauftragt haben. Nach § 2 Absatz 1 der Landesrahmenvereinbarung ist es den kommunalen Spitzenverbänden sowie der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit möglich, der Landesrahmenvereinbarung unmittelbar beizutreten. Ich verweise an dieser Stelle auch auf die Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Sommer zu diesem Themenkomplex. Wiederhole aber, dass am 8. Juli 2016 in einer Sitzung mit den kommunalen Spitzenverbänden die Beitrittsmodalitäten besprochen und die in der Landesrahmenvereinbarung beschriebene Beitrittserklärung vorgestellt wurde. In Hessen ist es uns zusätzlich in den Verhandlungen durch die Vereinbarung der Landesrahmenvereinbarung gelungen, dafür zu sorgen, dass die Beteiligung der Lebensweltverantwortlichen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen explizit erwähnt wird.
Ich verspreche mir davon eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen für die Lebenswelten und Zielgruppen relevanten Organisationen. Diese können und sollen nach der konstituierenden Sitzung des Hessischen Dialogforums im kommenden Herbst sukzessive eingebunden werden. Prävention und Gesundheitsförderung sind nämlich eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Land Hessen hat darum mit dem aus dem Nachhaltigkeitsprojekt hervorgegangenen hessischen Präventionsplan Gesund leben, gesund bleiben sowie dem im März 2016 publizierten zweiten hessischen Gesundheitsbericht wichtige Grundlagen geschaffen, um die in den Bundesrahmenempfehlungen zum Präventionsgesetz ausformulierten Ziele im Rahmen des Hessischen Dialogforums erfolgreich in und für Hessen umzusetzen. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Gnadl. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Mit wem sollen in welchen Bereichen trägerübergreifende Kooperationen operationalisiert werden? Können Sie dafür noch konkrete Beispiele nennen? Herr Sozialminister. Die jeweiligen Trägerorganisationen und mit wem dieses auf den Weg gebracht werden soll, werden in diesem Dialogforum erstens mal erarbeitet. Zum Zweiten gibt es aber auch eine Reihe von Einzelprojekten, die sowohl über eine bundeseinheitliche Regelung kommen oder auch in Hessen kommen. Ich nenne beispielsweise ein Projekt, das ist die Fragestellung gesunde Ernährung in Kindertagesstätten in dem Setting Gesund aufwachsen. Dieses ist ein Projekt der Bundesknappschaft, das allerdings auch in Hessen umgesetzt wird und in einzelnen Kindertagesstätten. Frankfurt ist ein Prototyp dafür, umgesetzt wird. Wir sind momentan im Rahmen unserer Diskussionen dabei zu überlegen, wie wir mit den Projektträgern aller Beteiligten an dem Präventionsgesetz oder an der Landesrahmenvereinbarung das Projekt HALT im Rahmen des Präventionsgesetzes auch fortführen können und umsetzen können oder ob es uns gelingt, über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dieses auch als ein Bundesprojekt zu machen und damit die hessischen Erfahrungen mit einbringen zu können. Drittens, um ein Beispiel zu nennen, wir sind zurzeit mit den Ersatzkrankenkassen, insbesondere mit einer Kasse, intensiv im Gespräch, wie wir Gesundheitsförderung bei Erwerbslosigkeit im Mittelpunkt stellen können. Das sind einzelne Projekte, die zurzeit diskutiert werden, die schon in der konzeptionellen Erarbeitungsphase sind und sicherlich dann, wenn diese Erarbeitung abgeschlossen ist, auch entsprechend umgesetzt werden kann. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Herr Minister Grüttner, Sie haben eben davon gesprochen, dass ja Handlungsempfehlungen erarbeitet werden in diesem Dialogforum. Können Sie vielleicht was sagen, wie diese dann bezuschusst werden? Also wird ein Teil von den Präventionsgeldern dafür vorgesehen? Herr Sozialminister Grüttner. Die Grundlage dafür, dass ich sehr stark darauf gedrungen habe, dass wir eine Landesrahmenvereinbarung abschließen und dort auch sehr schnell sind in dem Abschluss dieser Landesrahmenvereinbarung, hatte auch den Grund, dass Gelder, die von den Kassen zur Verfügung gestellt werden müssen, auf der Grundlage des Präventionsgesetzes, aber nicht festgelegt wird, ist in welchem Land diese Zuschüsse und diese Ausgaben erfolgen, für Hessen sozusagen rekrutiert wird. Und dann, wenn wir in einer entsprechenden Projektphase sind, dass wir die auch mit finanziellen Maßnahmen unterlegen können, also Auswirkungen unterlegen können, gehen wir davon aus, dass diese Handlungsempfehlungen dazu führen, dass die durch die Krankenkassen zur Verfügung gestellten Gelder im Rahmen des Präventionsgesetzes zur Verfügung gestellten Gelder dann auch in Hessen für solche Projekte angesetzt werden. Und das ist das Ziel dieses Dialogforums und der Beteiligten an diesem Dialogforum, um letztendlich nicht Krankenkassengelder von der Bundesaufsicht unterliegenden Krankenkassen in anderen Bundesländern zu verausgaben, weil für die nur die Gesamtsumme zählt, sondern im Wesentlichen in Hessen. Deswegen habe ich sehr viel Eile auf den Abschluss einer Landesrahmenvereinbarung gelegt, um damit diese Mittel auch für Hessen letztendlich zu sichern. Frage 599, Frau Abgeordnete Gnadl. Ja, ich frage die Landesregierung, warum wird das Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte an Ganztagsschulen lediglich im Ballungsraum erprobt? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Gnadl, für die Durchführung des Modellprojekts im Raum Frankfurt-Offenbach gibt es mehrere Gründe.
Der erste ist, dass die Zahl der Schulträger relativ gering gehalten werden sollte, weil ein Modellprojekt natürlich überschaubar organisiert bleiben muss und weil auch die wissenschaftliche Begleitung entsprechend fokussiert erfolgen muss. Der zweite Punkt war die räumliche Nähe der beiden Schulträger. Diese erleichtert die Durchführung von begleitenden Fortbildungen und der Evaluation der Modellphase. Der dritte Punkt betrifft die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter in Frankfurt und Offenbach haben sich mit der Projektdurchführung einverstanden erklärt. Und schließlich war die vierte Voraussetzung, dass die beteiligten Schulen eine Schülerzahl von mindestens 600 Schülerinnen und Schülern aufweisen sollten. Auch das ist eine Voraussetzung, die man tendenziell eher im Ballungsraum findet. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Gnadl. Ja, ich würde gerne wissen, wann mit einer Evaluation gerechnet werden kann. Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Gnadl, lassen Sie uns das Projekt doch zunächst einmal starten. Wir sind im Moment noch in der Klärung auch der letzten, auch juristischen Fragen und hoffen dann, das Projekt noch in diesem Jahr starten zu können. Und dann werden wir von dort aus auch den weiteren Fahrplan festlegen. Frage 601. Die 600 ist weggefallen. Herr Kollege Dietz. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Erfolg der Ausstellung Natur auf der Spur auf dem Hessentag in Herborn? Herr Abgeordneter, Herr Abgeordneter Dietz. Die Sonderschau der Natur auf der Spur ist traditionell ein Besuchermagnet auf dem Hessentag und wurde auch in diesem Jahr sehr gut angenommen. Gerade Familien mit Kindern nutzen das reichhaltige Angebot der Sonderschau, das zudem in ruhiger Atmosphäre und ohne einen großen kommerziellen Charakter einen angenehmen Kontrast zu der sehr belebten Hessentagstraße bietet. Auf einer Fläche von ca. 2 Hektar gab es Stände von 52 Ausstellerinnen und Ausstellern im Dioramazelt und auf der Freifläche. Zudem wurden eine Vielzahl von Aktionen wie z.B. Vorführung der Arbeit von Jagdhunden, Nistkastenbau und Wippdrechseln angeboten. 1.200 Schul- und Kindergartenkinder wurde an den 4 Schultagen von Hessenforst sowie extra ausgebildeten Schülerscouts über die Ausstellung geführt. Viele dieser Kinder besuchten in der Folge die Sonderschau mit ihren Familien und/oder Freunden ein weiteres Mal. Zählungen belegen, dass etwa 30% aller Besucherinnen und Besucher des Hessentags die Sonderschau besuchten, in diesem Jahr also etwa 300.000 Personen. Wir haben auch dieses Mal 2 Sonderveranstaltungen durchgeführt, einmal am Sonntag, den 22. Mai. Vormittags gab es eine Veranstaltung Vorhang auf für mehr biologische Vielfalt in Hessen. Da wurden dann auch die Gewinnerinnen und Gewinner der Mission Wildes Herborn von mir ausgezeichnet. Und anschließend bei der Veranstaltung Lust auf Klimaschutz, Mitreden und Mitmachen haben wir die Besucherinnen und Besucher über den Klimaschutzplan Hessen informiert. Da gab es dann auch Gesprächsrunden und ein Quiz mit bürgerrelevanten Maßnahmen des Klimaschutzplans. Beide Veranstaltungen sind ebenfalls gut angekommen, sodass die Sonderschau auch in Herborn ein Erfolg war. Und wie immer haben dann die Herberner gesagt, mir freue sich. Gut, hoffe, Sie können nicht das schreiben, die Stenografen. Das ist die große Frage. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Frage 602. Frau Kollegin Müller-Klepper, Herr Kollege Klein, Sie übernehmen bitte. Danke. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit der neuen Initiative Echt Hessisch? Frau Ministerin Hinz, bitte. Herr Kollege, die hessische Landwirtschaft ist vielfältig und bietet jetzt schon enorm viele und hochwertige Produkte. Aber es gibt immer noch Lücken zwischen Angebot und Nachfrage, die wir gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Echt Hessisch regional ökologisch gut schließen wollen.
Wir wollen die Vermarktung regionaler und ökologischer Lebensmittel verbessern und deren Absatz steigern, indem wir Produzenten, Verarbeiter und Handel zusammenbringen. Wichtig ist dabei, dass die Vermarktungswege über die alten Grenzen von nur Bio oder nur regional hinweg gestärkt werden. Dass Hilfestellungen für den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten gegeben und neue Vertriebswege für die Direktvermarkter erkundet und gefördert werden müssen, macht auch die momentane Preiskrise bei Milch- und Schweinefleisch deutlich. Ein bloßes Weiter-so und eine einseitige Orientierung am Weltmarkt bieten nicht allen hessischen Betrieben Lösungen. Deswegen ist es wichtig, dass mehrere und auch neue betriebliche Standbeine aufgebaut werden. Verbraucherinnen und Verbraucher fragen verstärkt nach regional und oder ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Sie wollen genau wissen, wo die Lebensmittel herkommen, wo sie geschlachtet wurden und das Fleisch anschließend verarbeitet wurde. Daran arbeitet diese Aktionsgemeinschaft. Und zu der Aktionsgemeinschaft Echt Hessisch haben sich die Vereinigung Ökologischer Landbau Hessen mit der Vereinigung Hessischer Direktvermarkter, der Regio Marketing GmbH und der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen zusammengefunden. Das Ganze wird finanziell unterstützt durch das Hessische Landwirtschaftsministerium. Und in den nächsten Jahren werden zahlreiche Projekte und Veranstaltungen stattfinden, um tatsächlich da auch zu einem Erfolg zu kommen und die verschiedenen Ebenen zusammenzubringen, dass wir tatsächlich eine Wertschöpfungskette haben, wo in Hessen nicht nur regional angebaut wird, sondern dann auch regional vermarktet wird. Zur Frage 603, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, bei wie vielen Fällen, die der Härtefallkommission seit Einrichtung des Härtefallfonds vorgelegt wurden, musste auf diesen zurückgegriffen werden? Herr Sozialminister. Abgeordneter, Sie kennen ja die Antwort bisher auf noch keinen. Liegt daran, dass die Landesregierung sehr bewusst entschieden hat, dass nicht das Ministerium, das für die Administration der Härtefallkommission zuständig ist, auch die Fragestellung des Fonds mitbearbeitet, sondern das Sozialministerium. Wir haben die entsprechende Richtlinie Arbeit zur Förderung. Sie ist in der Ressortabstimmung gewesen. Die Ressortabstimmung ist abgeschlossen. Momentan liegt diese Richtlinie zur Stellungnahme bei den kommunalen Spitzenverbänden. Sobald diese Stellungnahme vorliegt, kann die Richtlinie in Kraft gesetzt werden. Und dann können auf der Grundlage dessen auch entsprechende Förderungen ausgesprochen werden. Frage 604, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, wie werden die Berichte der Bundeswehr zur Kooperation mit hessischen Schulen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lord. Frau Abgeordnete Geis, in der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen Kultusministerium und dem Wehrbereichskommando II der Bundeswehr vom 4. November 2010 ist eine jährliche schriftliche Berichterstattung der Jugendoffiziere an das Hessische Kultusministerium über deren Wirken in Hessen vereinbart. Ich darf weiter auf den Berichtsantrag Drucksache 19/2082 KPA/19/27 vom 2.12.2015 Seite 9 verweisen. In diesem Kontext wurde bereits klargestellt, dass Berichte der Jugendoffiziere öffentlich sind und in den Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr Eingang finden. Dieser wiederum ist auf der Homepage des Presse- und Informationsstabes der Bundeswehr abrufbar. Des Weiteren hat sich die Bundeswehr bereit erklärt, den Mitgliedern des Hessischen Landtags zu Detailfragen im Rahmen einer Ausschusssitzung zu berichten. Insofern haben die im Kulturpolitischen Ausschuss in Ihrem Beisein getroffenen Aussagen weiterhin Bestand. Gerne kann ein Termin bis Ende 2016 erfolgen. Zusatzfrage. Ich weiß nicht, Herr Ernst gemeldet. Tun Sie was Nöpfchen. Ja. Herr Kultusminister, erlauben Sie mir die Zusatzfrage. An wie vielen Schulen sind im vergangenen Jahr Besuche von Jugendoffizieren durchgeführt worden? Herr Kultusminister.
Herr Abgeordneter, es tut mir leid, diese Zahl habe ich nicht präsent, die war nicht gefragt, aber gerne bin ich bereit, Sie auf eine entsprechende Frage hin nachzuliefern. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 605, Herr Abgeordneter Degen. Wo ist er hier? Ich frage die Landesregierung, wie viel Prozent der derzeit an Förderschulen tätigen Lehrkräfte, die mit mehr als 10 Wochenstunden an Förderschulen eingesetzt sind, verfügen über ein zweites Staatsexamen für das Lehramt an Förderschulen? Herr Kultusminister Professor Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, zum Stichtag 1.10.2015 verfügen 87% der Lehrkräfte, die mit mehr als 10 Wochenstunden an Förderschulen eingesetzt sind, über ein zweites Staatsexamen für das Lehramt an Förderschulen. Frage 606 ist komplett zurückgezogen. 607, Frau Abgeordnete Löber. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, unzulässige Regionalwerbung bei Lebensmitteln zu unterbinden? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Löber, die Werbung mit der regionalen Herkunft eines Lebensmittels ist eine freiwillige Angabe des Herstellers. Diese Angaben müssen, wie gesetzlich vorgeschrieben, der Wahrheit entsprechen, und sie dürfen die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht täuschen. Zuständig für die Lebensmittelüberwachung sind die Ämter und Fachdienste für Lebensmittel- und Veterinärüberwachung der Landkreise und kreisfreien Städte. Die Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen im Landesbetrieb Hessischen Landeslabor umfasst nicht nur die Untersuchung der stofflichen Zusammensetzung, sondern auch die sachkundige Prüfung der Kennzeichnung und Werbeaussagen. Weiterhin nehmen Lebensmittelkontrolleure im Rahmen der Lebensmittelüberwachung Einsicht in die Betriebsunterlagen und können dadurch die jeweilige Herkunft der Rohstoffe nachvollziehen. Werden Unregelmäßigkeiten oder irreführende Behauptungen festgestellt, können die Vollzugsbehörden entsprechend sanktionieren. Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Möglichkeit, sich im Verdachtsfall an die zuständigen Behörde zu wenden oder den Beschwerdebutton auf der Seite des Hessischen Verbraucherfensters zu nutzen. Seit 2014 können Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geförderten Regionalfenster auf einen Blick erkennen, woher Zutaten stammen und wo sie verarbeitet wurden. Auch die Hessische Landesregierung fördert mit dem Hessischen Biosiegel und dem Siegel Geprüfte Qualität Hessen regionale Erzeugnisse. Auch hier ist es nachvollziehbar, woher die Lebensmittel und die Produkte stammen. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Löber. Ja, wie bewertet die Landesregierung die Forderung der Verbraucherzentrale Hessen nach stärkeren Herkunftskontrollen bei Lebensmitteln? Frau Staatsministerin Hinz. Also es ist natürlich sinnvoll, dass so viel wie möglich kontrolliert wird bei der Frage, ob die Herkunftskennzeichen tatsächlich übereinstimmen mit dem, was sich in den Produkten befindet. Insofern sind die Verbraucherstellen, die in den Kommunen angesiedelt sind, natürlich aufgerufen, so gut wie möglich zu kontrollieren. Aber es ist auch so, wenn einer Verbraucherin, einem Verbraucher irgendetwas merkwürdig vorkommt oder auffällt, haben auch Sie die Möglichkeit, sich offiziell an die Stellen zu wenden, die ich vorhin genannt habe. Und dem wird dann auch entsprechend nachgegangen. Wir haben, um es zu verdeutlichen, eine Übersicht von Verbraucherbeschwerden, Stand 30.08.2016. Da kann man sehen, dass seit 2011 die Beschwerden von 45 Eingängen insgesamt sie hochgegangen sind auf 2014 81 und 2015 78 Beschwerden, in 2016 bis zum Stichtag 35. Es haben sich natürlich auch etliche nicht bestätigt, manchmal sogar fast die Hälfte nicht bestätigt an Beschwerden.
Es gab relativ viele Beschwerden, die sich mit der Hygiene beschäftigt haben, also die hygienischen Zustände und Zustandsbeschreibungen von Lebensmitteln. Bei Kennzeichnung waren in den Jahren 2013, 2014 und 2015 jeweils 13 bzw. 21, zum Schluss 18 Beschwerden zu verzeichnen. Und weitere Zusatzfrage, Frau Abg. Löber. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten oder wird sie sogar die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützen, damit mehr Lebensmittelkontrollen durchgeführt werden können? Frau Staatsministerin Hinz. Wir unterstützen die Landkreise und kreisfreien Städte immer in ihrem Tun, was den Verbraucherschutz angeht. Aber über den Einsatz des Personals, da sind die Kommunen selber verantwortlich. Wir können immer nur Empfehlungen geben, und das tun wir. Ich rufe auf die Frage 608, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen ist die Arbeitsgemeinschaft für Ausländerbeiräte Hessen, AGA, nicht im neuen Praxisbeirat zur Flüchtlingsschulung vertreten? Herr Kultusminister, bitte schön. Herr Abgeordneter Degen, durch die Einrichtung dieses Praxisbeirates zur Flüchtlingsbeschulung sollen landesweite Lösungsstrategien entwickelt werden, um die örtlichen staatlichen Schulämter, Schulträger und die Schulen in der kommenden Herausforderung zu beteiligen und zu unterstützen. Darüber hinaus sollten die wichtigsten Praxisvertreter aus dem Eltern-, Schüler-, Schulträger- und Lehrkräftebereich für die Herausforderung der kommenden Integrationsaufgaben sensibilisiert werden. Daher setzt sich der Praxisbeirat zur Flüchtlingsbeschulung auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen regionalen Bedingungen ausschließlich aus Vertretungen von schulischen Gremien bzw. der Bildungsverwaltung und der Schulträger zusammen. Frage 609, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, wie ist der Sachstand zur Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende in Hessen? Herr Minister für Soziales und Integration. Herr Abgeordneter, nach Gesprächen mit Vertretern der gesetzlichen Krankenversicherung vom September 2015 und Oktober 2015 ist ein abgestimmter Entwurf einer Rahmenvereinbarung nach § 264 Absatz 1 SGB V ausgehandelt worden. Parallel wurden die Landkreise und kreisfreien Städte meinerseits um ihre Meinung zur Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge gebeten. Mit Verlaub, die Rückmeldungen, die gekommen sind, sind nicht gerade sehr positiv an dieser Stelle. Insbesondere ist die Forderung erhoben worden, seitens der Landkreise und kreisfreien Städte die Einführung einer Gesundheitskarte zu verbinden mit einer vollständigen Übernahme der Kosten für die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Vor dem Hintergrund der im Dezember letzten Jahr abgeschlossenen Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden über die Angemessenheit der Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz war diese Forderung etwas diskussionswürdig, um es vorsichtig auszudrücken. Wir sind zurzeit mit den mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in einer Erhebung der einzelnen Bestandteile der LAG-Pauschale. Dazu gehören auch die Gesundheitskosten. Und gleichzeitig sind wir in der Abstimmung länderübergreifend auf der Grundlage eines Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz, der einstimmig erfolgt ist, eine Evaluation vorzunehmen der Gesundheitskarten, die in den Ländern bisher eingeführt worden sind. Denn alle Erfahrungen zeigen zum jetzigen Zeitpunkt, dass außer in den Stadtstaaten die Gesundheitskarte in anderen Ländern nicht funktioniert. Und wir vor dem Hintergrund auch diese Ergebnisse abwarten, um dann eine weitere Entscheidung herbeizuführen, wie wir in Hessen mit dieser Fragestellung umgehen. Zusatzfrage, Herr Kollege Roth. Wo ist er hier? Wenn, und das habe ich herausgehört, die Landesregierung der Auffassung ist, dass die Gesundheitskarte für Asylsuchende sinnvoll ist, was sind dann konkret die nächsten Schritte, um zur Gesundheitskarte in Hessen zu kommen? Herr Staatsminister Grüttner.
Ich habe keine Meinung, sondern ich habe einen Sachstand Ihnen dargestellt, Herr Abgeordneter. Die nächsten Schritte wären zumindest, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich bereit erklärt, das Abrechnungsmodul vorzunehmen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall. Die gesetzlichen Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet mitzumachen. Das ist relativ einfach. Aber die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat zum jetzigen Zeitpunkt erklärt, dass sie die Abrechnungen, die notwendig wären, um Gesundheitsleistungen auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes auch vorzunehmen und insbesondere dann vorzunehmen, wenn nicht jede kommunale Gebietskörperschaft mitnimmt und freie Arztwahl auch an dieser Stelle Grundvoraussetzung ist, von ihnen nicht geleistet werden kann. Abrechnungen können aber nicht von den Krankenkassen und dem Land vorgenommen werden. Und viele Kommunen behalten sich ein Prüfrecht vor, ob die Leistungen tatsächlich auch so erbracht werden, wie sie nach Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen sind, um nicht in eine Situation hineinzukommen, Leistungen für Leistungen in die Kostenerstattung zu treten, die nicht gedeckt sind durch die gesetzlichen Vorschriften. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Okay, dann noch mal Herr Roth. Herr Minister, das, was Sie beschreiben, habe ich, meine ich jedenfalls, annähernd verstanden. Ich teile das auch, wie Sie es beschreiben. Macht es denn dann bei den Prämissen zum jetzigen Zeitpunkt noch Sinn, auf die Einführung dieser Gesundheitskarte zu setzen oder zu warten? Herr Abgeordneter, wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dass ein Abrechnungssystem geschaffen werden kann, das klarstellt, dass Leistungen, die über eine Gesundheitskarte für Asylsuchende und Flüchtlinge abgerechnet werden, vom Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt sind. Wenn klar ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung ein paralleles Abrechnungssystem aufbauen kann und die Abrechnungen mit den Krankenversicherungen vornehmen kann, und wenn klar ist, dass auf der kommunalen Seite ein Vertrauen besteht, dass auch tatsächlich nur die Leistungen erbracht werden, die für diesen Personenkreis erforderlich sind und damit auch den Kommunen in Rechnung gestellt werden, immer vorausgesetzt, dass es keine hundertprozentige Kostenübernahme durch das Land gibt, dann macht eine Gesundheitskarte einen Sinn. Aber diese Voraussetzungen müssen an dieser Stelle erst geklärt werden. Dann kann das nämlich auch zu einer entsprechenden bürokratischen, also Bürokratieentlastung auf kommunaler Ebene führen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir beenden die Fragestunde für den heutigen Tag.